Servus und herzlich willkommen zurück zu Kurios. Wir spielen Lords of the Fallen. Stehen geblieben bei einer großen Bestie. Letztes Mal besiegt. Jo. War nicht so ganz einfach. Komischerweise bleibt dieser Boss liegen. Macht doch noch ein Schläfchen. Ich habe hier noch einen Splitter gefunden. Offscreen. Das möchte ich euch zeigen. Das müsste aber ein Questgegenstand sein. Und das ist ein Geräteteil Planetarium. Und liebe Freunde, ich weiß, was ein Planetarium ist. Oder sogar jetzt. Da waren wir eigentlich schon. Und naja, schauen wir mal, ob sich jetzt da was getan hat. Bevor wir hier weitermachen müssen, möchte ich erstmal so eine Art Science-Tour machen. Ich habe noch sehr viel nachzugucken. Überall. In jedem Raum. Unter jedem Stein. Vielleicht ein Staubkorn, das mir weiterhelfen könnte. Wir haben mittlerweile 6 Bosse durch. Es gibt nur noch 4. Okay. So, ich suche jetzt nochmal das Planetarium auf, weil ich ja angeblich dieses komische... Seid vorsichtig. Es hört sich an, als wären vielleicht noch Roger in den Gängen. ...ominöse Geräteteil habe. Was mir vielleicht weiterhelfen könnte. Und da gehen wir jetzt mal hin. Okay, überall sind jetzt halt Leute. Wir müssen auch irgendwo hin. War das hier schon mal offen? Ich glaube, das ist, war noch nicht offen, oder? Ja, ich guck mal nach. Scheint irgendwie nicht zu sein. Dass wir nochmal eine giftige Bestie töten sollen. Und ich erinnere mich, dass es wahrscheinlich, glaube ich, dieser Typ war, der uns darüber informiert hat. Und wir können da jetzt mal rein und fangen doch mit Action an. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Das ist der Saal, wo wir gegen den ersten Hüter gekämpft haben. Das ist ja jetzt offen. Ah, und da ist auch Kaslo durchgeknallt. Durch diese Tür und kam auch zu Antanas, den wir übrigens letztes Mal getroffen haben. Eiligs Blechle. Und da ist dieses giftige Etwas. Ist aber, glaube ich, kein Boss, so viel ich weiß. Jetzt, warum ist da jetzt ein Speicherpoint? Ist doch Lole. Aber speichern jetzt mal, ne? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie stark du bist. Aber das hätte ich eher mehr als giftige Bestie vermutet. Okay. Das erinnert mich jetzt fast an Dead Space, oder? Jetzt kann ich nicht mehr speichern. Okay, ich bin ja OP mit meinem Zauber. Meine Freunde, meine Rittersfreunde werden mir gegen diese Bestie nicht helfen. Die wollen sich da nicht einmischen. Du schaust ja richtig toll aus. Und ich finde wirklich, ich bin mit dem Zauber OP. Ich weiß nicht, aber hey... Okay, dann mache ich auch Schaden. Dann bist du jetzt gleich tot, oder? Du warst jetzt ja lustig. Boom. Bäh. Oh, hat's hinterpatscht. Okay, da gab's jetzt noch ein bisschen was. Na toll. Und was bitte? Och, nee, ne? Eine versiegelte Rune, klein. Übrigens, ich spiele heute alleine, ne? Wieder mit mir selbst. Okay, ja. Erste Hüter. Schau mal, hat sich hier noch was verändert? Und weil wir schon mal hier sind, ich habe ein Video gesehen, wo man seine States, also nicht United States of America, nein, diese States hier zurücksetzen kann. Und diese Sachen findet man hier. Weiß ich nicht, brauche ich jetzt nicht. Falls ich es brauche, suche ich es oder zeige ich euch wo. Alles klar, nein, habe ich jetzt kaputt gemacht, ne? War jetzt so schlimm, die Bestie. Wenn sie ja noch mal öfters kommt, ja, vielleicht so 3 Stück auf einmal, dann kann ich mir vorstellen, wird ziemlich schwer. Ihr seid also zurück? Das ist tot. Ihr seid vielleicht kein guter Mensch, aber ihr habt uns sehr geholfen. Nehmt das als Zeichen unserer Dankbarkeit. Und jetzt mal so eine Awesome-Waffe, bitte. Auch, ach so, oh, wir haben Erfahrungspunkte, die versammle ich jetzt gleich in meine States. Okay, gleich 7... 1500 Stück davon.
Naja, gut. Die Bestie hat auch noch ein bisschen was... Also, diese komische Bestie hat mir auch noch was gegeben. Ich habe mich auch noch mal informiert. Tut mir leid, wenn ich euch einfach volltexte. Mit den Waffen. Meine Waffe macht jetzt einen geteilten Schaden von 119. Das kann man gucken... hier, weil ich mich so gewundert habe, ich mache nur physischen Schaden 56 und 63 Gift. Zusammengezählt gibt es 109. Darum habe ich mich so gewundert. Und ich habe auch sehr viele interessante Waffen. Zum Beispiel wie Blutiger oder Gargoyle und Falke. Sind aber Waffen, die eine hohe Geschicklichkeitsanforderung braucht. Ich glaube, Gargoyle braucht sogar 26. Und das ist ziemlich hoch. Also Geschicklichkeitsanforderung 26. Wäre natürlich schneller jetzt. Aber mein Geschick ist jetzt nicht so hoch. Darum bleibe ich jetzt bei Schandmal dabei. Kann aber sein, dass ich auch wieder auf Brecher umwandle, weil der macht wirklich nur physischen Schaden 128 und der nur 56. Nur mal so erwähnt, dass ich mich mit den Waffen auch beschäftigt habe, weil ich mich so aufrege, weil man einfach nur schwere Waffen findet. Nein, auch die leichten Waffen sind awesome und funktionieren gut. Nur, sie bringen mir jetzt momentan nichts. Hier kann ich, glaube ich, nicht rausgehen. So scheinbar. Ich möchte aber nochmal ins Planetarium gehen, um zu sehen, auch René hat gesagt, letztes Mal haben da Gegner gekämpft. Und meine Mitstreiter haben das gar nicht kapiert. Also das ist jetzt auch ziemlich lol. Die könnten eigentlich ein bisschen mithelfen, mit eingreifen. Tun sie aber nicht. Okay, also nochmal retour. Jetzt war ich schon lange nicht mehr hier. Ich habe lange nicht mehr gezockt. Dass wir wieder mal dahin müssen. Jetzt sind die Gegner natürlich nicht mehr da. Jetzt schauen wir mal. Der müsste ja eigentlich hier sein. Dieser komische Typ, den ich da suche. Aha, da kann man auch runter. Da ist jemand. Das ist ein Gegner. Aha, das ist ein Gegner. Okay, mal gut zu wissen. Gut, ja, dieses fehlende Geräteteil, wo immer ich es einsetzen kann. Ach, da ist noch so eine Platte, guck mal. Für was ist denn die jetzt da gut? Ha? Sag mal. Ach, wahrscheinlich da hinten war doch auch noch eine Tür. Jetzt sagt mir nicht, dass ich noch schneller sein als Speedy Gonzales. Jetzt hat wirklich lol. Ah, da ist das durchgebrochen, was auch immer das ist. So ein Dämonenstein. Athanas gefällt mir auch nicht ganz so. Der ist ein komischer Typ. Ach ja, da ist noch eine Truhe, mit der ich auch nichts anfangen kann. Oder kann ich jetzt mit meinen neuen Machthandschuh was bewirken? Fähigkeit noch nicht bereit. Aha. Die Tür ist verschlossen. Na gut. Das war die verschlossene Türe. Le Türe. Und jetzt ihr Zipfeln. Ha. Ja, ich weiß jetzt nicht. Das ist das Planetarium. Das hier ist es. Und wo ist jetzt diese komische Magier? Will er nicht da mit mir reden? Diese barbarischen Roger haben mein Planetarium zerstört. Unschätzbar wertvolle Bücher wurden vernichtet. Meine Vorrichtung wurde in Stück. Ohne diese Stücke kann ich sie nicht richtig verwenden. Was war denn das jetzt für ein Leckrad? Die schwerste Aufgabe liegt noch vor dir. Aber hast du etwas herausgefunden? Eine riesige Bestie hat sich aus den Katakomben befreit. Wo ist die Bestie jetzt? Auf dem Platz der Richter. Gut. Ich hätte es mir denken können. Naja. Hätte mehr Informationen. Gut. Nee, was wozu diese Steinplatte da? Sag mal. Normalerweise macht es mir irgendwas auf. Nur, ich habe keine Ahnung, wo könnte mir so eine Steinplatte das aufmachen. Ne? Die ist so. So, jetzt stehe ich mal tot drauf. Und jetzt hat. Hoffentlich ist es die Ausdauer, die irgendwo ausdauert. Das müsste doch hier sein, weil. Ehrlich. Ehrlich? Muss ich so schnell sein? Ne. Gut, dass meine Ausdauer echt wirklich ausdauert. Das ist so ein blöder Satz, aber es stimmt. Er kann nirgendwo rüberhüpfen. Das ist doch die versteckte Nische hier irgendwo.
Macht das mir doch nicht so lol hier. Also auf jeden Fall will ich erstmal erkunden. Was könnte denn aufgehen hier? Sehe halt nichts. Da sind halt nur Drohnen. Ach, da. Nee, das ist ja nicht der Armlose, oder? Das ist wieder da. Irgendjemand anders. Nee. Oder? Das ist das Planetarium. Und ich habe auch irgendwas gefunden. Jetzt kann ich damit auch nichts machen, oder wie? Wollt ihr den Scheißdreck nett haben? Wollt ihr doch meinen Scheiß haben? Ja? Ich suche und finde keine Spur. Nein, dann halt nicht. Dann gehe ich halt wieder weg. Nein. Das ist... Weil das sind ja nur ein paar Sekunden, die dann bleiben. Okay, es gibt noch andere Wege, wo ich hingehen könnte. Bevor ich einen nächsten Boss zerkloppe. Mal schauen, ob ich den heute schaffe. Falls jemand mal wissen sollte, für was dieses Steinblatt wohin führt, ich wäre euch sehr, sehr, sehr dankbar. Da kann ich doch jetzt raus. Mal schauen, wo ich da rauskomme. Weil dann können sich auch andere Wege erschließen. Wahrscheinlich nur Hinterhof. Hinterhöfe. Weil da war ich noch nicht, oder? Ich trinke mal schnell. Was könnte kommen? Was könnte sein? Ja. Wirklich, ne? Oh. Jetzt. Oh. Es sind zwei, ne? Das sind zwei Mongos. Au, und dann leckt's auch noch wie Sau. So, das ist jetzt die andere Seite. Jetzt weiß ich auch, wo dieser Weg sich dahin führt. Ist schon eine Scheiße, ne? Da kommt man hier raus und wird man gleich wirklich liebsam begrüßt. Wer aktiv dieses Let's Play verfolgt, weiß, wo ich hier jetzt rauskomme. Oder rausgekommen bin. Ja, toll. Oh, der ist eigentlich recht einfach. Den haut es mal so ein bisschen weg. Genau, der ist schon tot. Die anderen zwei waren ein bisschen stärker, war jetzt ein bisschen gemein. Eigentlich hätte ich gleich durch die Tür wieder durch sollen. Aber mittlerweile bin ich schon so stark, dass ich auch solche Gesichtsmongos fleuchen kann. Ich weiß, dass da noch ein Bogenschütze rumlungert. Yes. Wo ist der jetzt? Ach, da ist er. Und? Perfekt, ich habe ihn noch vorher erwischt. Das ist sehr gut. Auch wenn ich jetzt brenne, da hinten ist ein Speicherportal. Der wieder belebt sich wieder, der Mongo. Den kenne ich schon. Komm, steh auf. Mach's mir halt nicht so schwer. So, den hab ich jetzt erwischt, ne? Der ist ja auch geil gestorben jetzt. Und du noch. Der hält noch ein bisschen mehr aus, aber auch mittlerweile ist er eigentlich jetzt sehr leicht zu besiegen. Wie gesagt, ich bin eigentlich schon OP-mäßig drauf. Ja, aber das ist keine Operation, sondern einfach bin ich halt stark. Ich habe mich gut skaliert. Meine Skills halt gut eingebaut. So. Muss ich mir das schauen? No. Nicht Inventar. Yay. Versämmlich alles, was hier reingeht, einfach. So, bin auch wieder aufgefüllt. Und du? Ja, magst mit mir tanzen? Und wenn jetzt besser und schneller gewesen als die, dann den mache ich noch weg. Seht ihr, mit einem Schlag ist alles weg. Das ist wie eine gute Küchenrolle. Na gut, ich habe jetzt was gefunden, was mir auch nichts gebracht hat. Okay, dann suche ich noch ein bisschen weiter hier rum. Es gibt nämlich noch einen Weg, den ich erkunden möchte mit euch. Das war hier. Man konnte hier nicht durch. Jetzt ist es möglich. Ob ich durchkomme, weiß ich nicht. Doch, komme ich. Das ist noch, was mir aufgefallen ist, währenddessen ich offscreen mal so ein bisschen rumgeguckt habe, was sich so noch verändert hat. Die Rüstung wäre auch nicht schlecht.
Wetten, dass die aber Schwäche ist, was ich jetzt hab. Gut. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wo komme ich da hin? Okay. Ist es das? Aha. Keine Ahnung. Den kriege ich ja ziemlich schnell tot, oder? Oh, nein, doch nicht. Aua. Gott sei Dank habe ich einen guten Feuerschutz. Blöp. Aha. Okay. Da liegt auf jeden Fall, was ich haben möchte. Wenn er mich nicht sieht, wäre es... Och, mein. Oh, die Waffe haut rein, aber ist halt auch nicht so schnell. Jetzt. Stipp. Stipp doch. Ist doch gut, oder? Okay, nee. Ja, gut, es ist ein anderer Weg. Den ich auch erschließen kann. Das ist gut. Oh, Fluch gefunden. Das ist ein Kurzschwert. Das, wo ich wahrscheinlich noch nicht habe. Seu, zeig mal. Was kann Fluch? Oft haben Waffen eine besondere Fähigkeit. Wetten, dass er recht unten ist. Da, Fluch. Geschicklichkeitsanforderung 18. Was ich nicht habe... Wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern so, wie sie wir sind. Dämonen wollen nicht gegen uns kämpfen. Aha. Hm. Sag mal nochmal her, es ist ziemlich kurz. Hohohoho, also einen kurzen. Ich glaube, ich muss gleich dies... Entschuldigung. So. Entschuldigung. Oh, normalerweise mache ich das gar nicht, aber oh, gerade ich habe es gemerkt, dass es juckt. Yuki Yuki. Der hatte das wohl, die Waffe. Nennen wir ihn Jordan. Okay, ich weiß nicht, wo ich bin. Nee, echt wirklich nicht. Immer wieder. Irgendwas erschließe ich doch immer wieder. Oh. Oh, hi. Oh, wenn du mich nicht siehst, dann sehe ich dich auch nicht. Wollen wir den Kampf unten weiter verlegen? Wir haben ganz recht. Hat der das noch nicht kapiert, dass er da umkaut worden ist? Oh doch, jetzt wird das. Jetzt kommt er. Oh, scheiße. Okay, doch, habe ich noch erwischt. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Ach, Mann, noch mehr Gegner. Auch so ein großer, okay. Oder kleiner, ich weiß es nicht. Werden wir gleich sehen. In der nächsten Folge von Yu-Gi-Oh! Tja, hat mit Yu-Gi-Oh! Nichts zu tun. Darum ist er gestorben. Tja, da liegt auch noch mal was Tolles, was ich wahrscheinlich haben möchte. Gehen wir davon aus, dass ich es haben möchte. Was haben wir denn da? Menschlicher Schädel. Es gibt immer noch menschliche Schädel. Es gab ja ein Achievement bei 25 Schädel. Kriegt mein Achievement auf Steam. So, Steam. Ja, bringt eigentlich einen Mix, aber man freut sich wie ein Schnitzel. Okay, es geht noch weiter höher. Mit mir. Das ist nicht so schön, weil man nicht weiß, was oben erwarten könnte. Oh, Gegner halt dann, ne? Hä? Okay. Ja, irgendwie... Schon, oh, das ist LOL. Der müsste... Du kleiner Arsch. Ich wollte dich jetzt richtig bremsen, du. Spinne? Das hat so ausgesehen. Aber hier, okay. Das wird irgendwann mal aufgehen. Und hier, ja, toll, ne? Wieder was aufgehen, ne? Oh, Rätsel. Schauen wir mal, ob da was versteckt ist. Weil es schaut so verführerisch aus. Leuchtet das jetzt? Oder hat es vorher auch geleuchtet? Ach nee, das Zeichen kenne ich wohl in den Katakomben. Dann müsste wahrscheinlich der Sarg offen sein. Den ich meine, in den Katakomben ist da was. Aber jetzt hat...
Jetzt, so schnell kann ich nicht sein, dass ich das öffne. Aber das Zeichen kenne ich wo. Ja. Also. Irgendwo. Schauen wir mal. Vielleicht werden wir hier irgendwo fündig. Ich keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Eigentlich bin. Was macht der da hinten? Hau da alles zusammen, der Lump. Man kann hier durch die Wand ein bisschen kicken. Aha. Der ist tot. Oh, ich mag die Assassinen überhaupt nicht. Weil, erstens, leben die sauscheiß lang. Und sind super schnell. Ah. War ich klug, ne? Hehe. Hab ich gut gemacht. Magie später. Wahnsinn. Das Blöde ist, dass meine Mana sich von selbst wieder regenerieren kann. Nur mal so. Hä? Gell? Da brauche ich so einen Scheißdreck nicht. Jetzt, Alter. Aha, da geht's auch weiter. Ich hau's alles mal zusammen, weil ich keine Ahnung habe. Wahrscheinlich erschließt sich der Kreis irgendwo wieder. The Circle of Life. Kommt man hier wieder durch? Okay. Jetzt sag mal. Das ist jetzt hier auch offen. Ich fühle mich jetzt irgendwie verarscht. Ja, schön, ne? Jetzt mit dem Planetarium. Ich hab's dann mit dem nächsten Jahr. Gut. Ja, dann haben wir wohl alles erschlossen. So ziemlich. Die Bestie haben wir hier auch getötet. Süß. Brav. Habe ich mal gespeichert. Können wir auch mal hier vielleicht wieder unsere Punkte hier reinsammeln. So. Okay, dann müssen wir... Wo muss ich denn jetzt hin? Eigentlich raus. Komplett raus. Nee, da will ich nicht hin. Nein, will ich nicht hin. Ich will da rein. Gut, nein, es hat jetzt eigentlich nicht so viel gebracht. Ich habe mehr erwartet. Ach, wo laufe ich denn hin? Keine Ahnung. Das ist ja die Zitadelle. So auf die Schnelle. Ich will hier raus. Raus, 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 raus. Okay, es soll ja auch noch einen Keller geben. Okay, ich habe einfach nur mehr Weg erschlossen. Aber nichts Neues gefunden. Es gibt jetzt zwei... Ich habe schon Schalter gefunden, aber was soll ich mit dem machen? Da habe ich keine Zeit. Muss ich vielleicht mal nachlesen. Also, es gibt noch zwei... Challenges, die ich machen möchte. Und... ja. Beweg dich mal. Zwei Challenges, die ich machen möchte. Jetzt lag doch nicht. Ist doch alles gut. Challenges, die ich freigeschalten habe durch meine Bosskämpfe. Und schaut, was ich da noch was holen kann. Beziehungsweise... Ja. Noch einen versteckten Weg. Den... auch noch erkunden möchte, da könnte ich doch eigentlich diese Richtung laufen. Es gibt so viele Wege gerade im Moment und ich suche mir einfach den schnellsten Weg aus. Das ist der schnellste Weg. Okay, dann machen wir erstmal den hier kalt. Mit einem schönen Rammangriff sind beide tot. Da liegen sie nun. Blöp. Dann ist hier dann nochmal so ein ganz normaler Rohbar. Grüß Gott, ich bin ja tot. Vorbei ist deine Not. Und dann kann man dann hier runterspringen. Anscheinend. Sehr neblig gerade im Moment. Weil hier ist eine Truhe und hier ist nochmal so ein Gegner. Und das Lustige ist, das habe ich vorher nicht gesehen. Und ich habe mich gefragt, wie komme ich da hoch? Na gut, runterfahren geht ganz leicht wohl. Und das habe ich natürlich nicht offscreen gemacht, sondern gewartet auf euch. Großes Schwert der Wache. Leere Flasche, mein Gott. Das ist ja geil. Okay. Fieb, was hat man denn dann für eine Waffe? Fügung? Wahrscheinlich wieder Geschick, oder? Da. Großschwert der Wachen. Wie schaut die aus?
Auch nicht schlecht, aber Stärkeanforderung 9? Aha. Charakterentwicklung, wie schaut sie aus? 33 mache ich. Diese Waffe hat mir vielleicht für den Anfang den Arsch gerettet. Wow. Schaut nicht schlecht aus. Aber ich habe eine Flasche mehr gewonnen. Ey, geil. Das ist schön. Yay, da kann man sich freuen. Toll. Na gut. Der hätte mal vorher runter können. Dann gibt es hier noch ein Audio-Tagebuch. Es müsste dieser Weg sein. Genau. Und der wird sterben. So, und jetzt wissen wir alle, wo wir sind. Gräber muss man pflegen und darf sie nie vergessen. Ich kümmere mich mit Freude um die Toten, bis ich mich eines Tages zu ihnen geselle. Sollte ich jemals Grund zur Furcht haben, kann ich mich in einen der heiligen Schreine des Friedhofs zurückziehen. Sie werden mich vor dem Bösen bewahren, denn sie wurden zu der Zeit errichtet, als die Abtei erbaut wurde, um Kreaturen aus anderen Welten fernzuhalten. Geht auch so ein Mini-Zirkel. Idiot. Okay, dann machen wir den weg. Der ist auch mit einem Schlag weg, wenn... Ja, nicht weglaufen, nicht. Aber ich habe ihn noch überrannt. Und hier, das sind die Katakomben hier. Oder hier, wo wir mal auch mal aufgehört haben. Also im Grunde schließt sich The Circle of Life. Wie oft schon mal, oder ein Part von mir heißt. Und da ist nochmal so der Kerkermeister Deluxe. So, oder wenn ich das richtig gemacht habe, habe ich den jetzt gleich so gekillt. Perfekt, perfekt. Und lassen wir gleich mal eine Flasche auffüllen, dann habe ich auch wieder 8. 10 hätte ich jetzt normalerweise, wenn ich nicht so nett gewesen wäre. In diesem Zeitraum. Perfekt. 8. Naja, es fühlt sich doch jetzt gut an. So. So, dann nochmal hier. Na. Fehlt nicht mehr viel. Und ich habe die nächsten Erfahrungspunkte. Hier, das hier ist jetzt aufgegangen. Das hier. Weil wir... glaube ich, die Bestie getötet haben. Ja. Schauen wir mal, was muss man hier machen? Boah, hier komme ich... Oh nein. Was ist passiert? Auf jeden Fall, wir müssen das Licht... also finde die Kammer der Täuschung. Ist immer noch das alte. Hier... Au. Was? Ach, das sind so Steine mit Gift. Okay, und da ist der wahrscheinlich draufgetreten, ne? Aha. Auf jeden Fall müssen wir das Licht folgen und nicht auf die Dinger treten. Und zwar ziemlich schnell das Licht folgen wahrscheinlich. Okay. Hm. Wir folgen mal. Jetzt bin ich tot. Entschuldigung. Das ging jetzt wirklich schnell. Ist ja blöd. Ah. Ich bin dann hier. Okay. Der böse Gegner ist jetzt nicht mehr da. Aha. Naja gut. Man muss es ja verstehen hier. Also nicht drauflaufen, Lorenz. Man sieht sie. Wenn man im Licht bleibt, sieht man sie. Sie leuchten dann grün. Aha. Alles klar. Das ist eine lustige Challenge. So, das ist ja ein bisschen kniffliger gewesen. Okay, ja. Danke. Wow. Licht, Papi. Licht, Licht, Licht. Also, Alter, jetzt... Geht das hier um Zeit? Ja, ich bin... Okay. Oh. Meint ihr jetzt das wirklich? Hä? Oder... Nee. Was kriege ich denn jetzt? Ich kriege ja hier Schaden. Also irgendwie hat sich mein Lebensbalken ja wieder gefüllt. Ja, selber.
Okay, auf jeden Fall wird es hier ein bisschen shit. Nochmal eins trinken. Okay, okay, okay. Puh. Wo ist das Scheißlicht? Headset ist scheiße. Da bist du. Danke. Glühwürmchen. Lauf hinein. Ich will zur Truhe. Ich will zur Truhe. Mann, das ist schon... Auf jeden Fall, wenn ich... Gegner. Okay, Gegner. So. Achso, der lebt noch. Ah. So. Okay. Dann nehme ich das schnell mit. Ist das ein Stress. Und da ist die Truhe, bitte. Okay. Ha? Nun, ne? Gift Widerspannsplitter. Ja, und Tal. Ja, und jetzt? Jetzt? Was ist alles? Vergift Widerstandssplitter? Ha? Okay. Dieses Spiel ist in der Tat manchmal sehr verwirrend für mich. Bäh! Sterbe ich jetzt noch? Will hier auch wieder raus. Okay, nee. Ja. So ganz habe ich das hier nicht kapiert. Okay, hier geht's wieder irgendwo raus. Jetzt höre ich. Aha. Ja, nee. Also eigentlich... Habe ich das jetzt geschafft oder nicht? Sie lassen mich jetzt halt irgendwie fragwürdig irgendwie hier. So. Fick dich. Okay, dann gehe ich hier wieder raus. Okay. Ich hab's wohl geschafft. Also irgendwas hat mir auch Leben abgezogen. Das Gift erst recht. Und ich habe aber auch Leben irgendwie wieder zurückbekommen.